So, wir werden sehen, ob es den Hund etwas beschäftigt. Ich habe ihn jetzt mal rausgelassen, habe ihm jetzt eine wunderbare Kaustange gegeben aus Rinderhaut und schauen wir mal, ob das eine Zeit lang zumindest hilft, damit wir hier Schöpfersende abschließen können. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn auf dem PC. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Jetzt geht's weiter. Die letzte Folge war schon so lang und ich muss tatsächlich abbrechen. Steine brauche ich jetzt keine. Steine brauche ich keine. Ist das schön, oder? Jetzt müssen wir bald mal irgendwann bei dem Büro ankommen. Oh, shoot. Wow. Das nenne ich mal einen Sprung. Teufel. Kein Platz. Kein Platz. Okay. Steine brauchen wir auch nicht. Aber Lohen brauchen wir immer. Immer und immer und immer. Und da werden wir gleich ein bisschen was erzeugen. Mit unseren Lohen. So, das müsste jetzt passen. Da gehen wir lieber auf die normalen 0815 Pfeile wieder. Schau, wären wir da hochgekommen? Einfach so? Ich weiß es nicht. Aber der Bandersee-Vorfall. Ha. Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Hey, wo sind wir denn hier? Okay, das schaut geschafft. Sehr nach Büro was aus. Hier wohl zu finden ist. Ted Farrow wahrscheinlich. Da geht's noch höher rauf. Oh mein Gott, da geht's noch höher rauf. Wahrscheinlich müssen wir da eh später rauf. Aber gehen wir mal hier hin. Zuerst. An diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Scanne den Datenpunkt. Dann scannen wir mal. Sieh dir das an. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell, wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du? Lies, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted.
Nanoroboter haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter, aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das... Ich wollte ein Heilmittel von dir. Aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Das ist ja nice. Jetzt haben wir wieder einen Aufzug hinunter. Beziehungsweise einfach nur den Gang hinunter zum Abseilen, aber bevor wir den jetzt machen, klettern wir mal komplett hier rauf, denn ich denke, dass hier oben noch irgendwas Cooles geben wird. Komm, mach auf Assassin's Creed. Mach mal einen auf Assassin's Creed, das ist immer fein. Vor allem, wo hat sie eigentlich... Das Seil hat sie ja doch dabei, oder? Zum Abseilen. Ich sehe das nur nie. Muss mir das mal genauer anschauen. Yeah, da ist was. Noch eine von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? Ah, so eine haben wir ja tatsächlich schon. Da ist eine super Aussicht. Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Na super, dann runter. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Okay, Silence. Das war deutlich.
Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobeck. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eclipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eclipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht, beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eclipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ, das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter.
Doch wenn Elizabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elizabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist, ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elizabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Elizabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Schöpfers Ende abgeschlossen. 7000 Erfahrungspunkte und ein Fertigkeitspunkt. Ja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Silence also. Neue Hauptquest, der Grabhort. Da geht's wirklich recht schnell runter. Das ist nice. Der Schnee lässt nach. Ich muss mir die Taubheit aus den Gliedern schütteln. Ah, schau, schau. Da kann man sich wirklich überall abseilen. So cool. Das war die Ausgrabungsstätte, ich denke ja. Hier kommen wir auf jeden Fall raus. Schreibt ein bisschen. Genau, hier haben wir ja den Kampf abgewickelt. Den ersten zumindest. Ja, sehr cool. Jetzt schauen wir mal, wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt erhalten. In welche Richtung wollen wir denn gehen? Ach so, logisch. Wir wollen in die Schnellladerichtung gehen und da brauchen wir 3 Punkte dafür. Also das dauert doch noch ein wenig. Herstelltechnisch, Tragekapazität können wir aktuell natürlich nichts machen. Tja. In dem Fall ist der Grabhort die nächste Hauptquest. Nein, es ist tatsächlich ins Grenzgebiet mit Arendt. Also die Arendt-Saga ist das nächste, was wir machen. Und wenn ich mir jetzt genau anschaue, wo wir da sind und was wir da machen können. Da vorne gäbe es noch eine verdorbene Zone für Stufe 27. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nein, sind wir nicht. Also werden wir das guten Gewissens sein lassen. Ich würde jetzt mal behaupten, wir gehen da nicht zu Bruchofen zurück. Oder vielleicht doch. Denn hier gibt es nochmal eine Brutstätte. Und die Brutstätte wäre sicher nicht verkehrt. Sagen wir hier Stürmerareal, das ist uns eigentlich egal. Das heißt, ich würde behaupten, wir gehen jetzt einfach mal zum Lagerfeuer. Genau. Ja. Und bevor es weitergeht, ein Cut.